Ja, schönen guten Tag auch von mir, meine Damen und Herren. Ich möchte mich zu vier Themen äußern. Erstens zur Frage Atomausstieg, zweitens zur Situation in Afghanistan, drittens zur Diskussion über die Ostrentenangleichung und viertens einige Worte zum Fest der Linken vom vergangenen Wochenende. In den vergangenen Tagen hat ja die Bundeskanzlerin des Öfteren die Spitzen von Parteien und Fraktionen ins Kanzleramt eingeladen, um über den Atomausstieg zu diskutieren bzw. über ihre Vorstellungen zu informieren. Nun haben wir festgestellt, dass bei den letzten beiden Runden am Mittwoch und am gestrigen Sonntag die Linke weder die Fraktion noch die Parteispitze eingeladen war. Ich hätte ehrlich gesagt von Grünen und SPD erwartet, dass sie zumindest ihre Verwunderung über diesen Umstand zum Ausdruck bringen. Aber ganz offensichtlich will die Kanzlerin eine Koalition der Willigen für den Atomausstieg zusammenbinden. Unsere Fraktion hat erst heute um genau 10.11 Uhr aus dem Bundeskanzleramt das energiepolitische Konzept der Bundesregierung bekommen. Das Papier ist datiert vom 29., also von gestern. Man hätte es uns vorher zustellen können. Ein erster Überblick sagt sehr auffällig aus: Der Verbraucher, derjenige, der den Strom bezahlen muss, kommt in diesem Konzept überhaupt nicht vor. Und das ist natürlich ein fundamentaler Unterschied zwischen unserer Herangehensweise und augenscheinlich der Herangehensweise aller anderen Parteien. Das eigentliche Problem besteht aber darin, nicht, dass wir nicht eingeladen wurden, sondern dass wieder einmal am Parlament vorbei Entscheidungen vorgefertigt werden, wie bei der Finanzkrise, wo innerhalb einer Woche 480 Milliarden Euro durch das Parlament gepeitscht wurden. Und das Parlament soll augenscheinlich wieder im Eiltempo die Entscheidung von informellen Runden nur abnicken. Meine Meinung ist, dass diese informellen Runden das Parlament schwächen. Und Herr Lammert, der Bundestagspräsident, hat ja schon des Öfteren auch über diese Art Politikfindung sein Missfallen geäußert. Und auch hier ist er aus meiner Sicht gefordert, es muss Schluss sein mit dem politischen Fastfood für den Bundestag. Augenscheinlich sind wir aber, ich komme zu diesen informellen Runden zurück, auch nicht eingeladen worden, weil sowohl der Regierungskoalition als auch SPD und Grünen unsere Vorschläge zu weit gehen. Wir sind nämlich die einzige Partei, die die Energiekonzerne, die die Atomkonzerne nicht weiter pampern will. Und wir wollen verhindern, dass sich die Atomkonzerne beim Umstieg eine goldene Nase verdienen können. Es ist ja in der letzten Woche schon erwogen worden, die Brennelementesteuer als Atomsteuer bekannt, überhaupt abzuschaffen. Nun soll sie in reduzierter Form doch beibehalten werden. Wenn wir uns das mal im Zusammenhang anschauen, es gab ja ein 80 Milliarden Kürzungspaket. Vor allen Dingen wurde im Sozialbereich gekürzt und die Bundesregierung versuchte uns weiszumachen, dass es ausgewogen wäre. Aber der Anteil der Unternehmen an diesem Paket wird immer geringer. Die Finanztransaktionssteuer, das haben Sie ja alle verfolgt, ist in der vergangenen Woche schon gestrichen worden. Wir sind der Auffassung, dass der Ausstieg aus der Atomenergie nicht aus der Portokasse zu bezahlen ist, und Frau Merkel muss erklären, wer diesen Ausstieg wie bezahlen soll. Es darf nicht dazu kommen, dass sich die Atomkonzerne mit dem Umstieg eine goldene Nase verdienen können. Und wir haben eine ganz klare Position: Die Stromversorgung ist die Aufgabe des Staates. Stromnetze und Stromkonzerne müssen in öffentliche Hand überführt werden, Energieversorger rekommunalisiert und dezentralisiert werden. In dem Konzept ist auch vorgesehen, dass die unsichersten Atomkraftwerke quasi auf Standby gehalten werden. Das zeigt ganz klar, man hat aus Fukushima nichts gelernt. Die Sicherheit der Bevölkerung wurde zum Faustpfand für die Gesichtswahrung der liberalen Partei gemacht. Ein ganz zentraler Punkt bei dem Ausstieg aus der Atomenergie ist ja auch die Frage, wie viel Energie wird überhaupt verbraucht? Die Frage also der Energieeffizienz. Und darum ist unsere Forderung, ein Investitionsprogramm aufzulegen zur energetischen Gebäudesanierung. Sie müssen sich mal vor Augen führen, dass nur 12% der Gebäude in Deutschland derzeitig energetisch auf dem höchsten Stand sind. Hier ist also viel zu tun. Zweiter Punkt: Afghanistan. Am Wochenende hat es wieder Tote und Verletzte in Afghanistan gegeben. Zwei deutsche Soldaten, afghanische Zivilisten, und unser Mitgefühl und unsere Trauer gilt den Familien der Opfer.
Allerdings fügen wir hinzu, es sind sinnlose Opfer. Der Kriegseinsatz in Afghanistan muss unverzüglich beendet werden, denn dieser nun fast 10 Jahre währende Krieg hat nicht dazu geführt, dass sich die Situation in Afghanistan verbessert hat. Viele Menschen leben schlechter als vor dem Krieg und Demokratie kann man nur einmal nicht herbeibomben. Jeder Tag in Afghanistan bedeutet mehr sinnlose Opfer, insbesondere auch für die Bundeswehr. Und das Beste, was man für die Sicherheit der deutschen Soldaten tun kann, ist, die Bundeswehr endlich aus Afghanistan zurückzuziehen. Dritter Punkt, den ich angekündigt hatte, zur Frage der Ostrenten. Wir haben ja jetzt wieder einen Ostbeauftragten der Bundesregierung, das ist Christoph Bergner. Er hat angekündigt, dass bei der Angleichung der Renten Ost-West die sogenannte Höherbewertung der Bruttolöhne Ost zur Disposition stünde. Erstmal müssen wir die Ausgangslage betrachten. Auch 20 Jahre nach der Wiedervereinigung ist die Bundesrepublik geteilt. Zumindest im Rentenrecht leben die Bundesrepublik und die DDR fort, und zwar als Rentengebiet West und Rentengebiet Ost, übrigens auch hier in Berlin in einer Stadt. Der aktuelle Rentenwert West liegt ab 1. Juli 2011 bei 27,47 und der Rentenwert Ost bei 23,37. Und wenn man sich diese Vergleiche anschaut, dann ist natürlich diese Abschaffung der Höherbewertung doppelt ungerecht. Ich finde es nicht in Ordnung, wenn man versucht, eine Angleichung gegen die Höherbewertung auszuspielen, denn das Ende vom Lied wird sein, dass Altersarmut vorprogrammiert ist und die Lösung ist aus unserer Sicht Gleichbehandlung in dem Rentenwert, Beibehaltung der Höherbewertung und die entscheidende Grundlage ist aber ein guter Lohn, gesetzlicher Mindestlohn und aus guter Arbeit entsteht gute Rente. Abschließend möchte ich einige Worte zum Fest der Linken sagen am Wochenende. Es ist ja nun schon eine Tradition geworden, dass sich die Linke in der Kulturbrauerei mit Freunden, Partnern aus vielen Ländern Europas trifft, um dort gemeinsam mit Kultur und mit politischen Diskussionen zu feiern. Viele aus dem In- und Ausland waren da, weit über 10.000 Menschen haben den Diskussionen und den verschiedenen Programmpunkten ihre Aufmerksamkeit gewidmet. Es gab viele lebhafte Diskussionen und ich habe dort auch ein Buch vorgestellt, das heißt Alles auf den Prüfstand, das Texte zusammenstellt, die nur in der Zeitung Neues Deutschland erschienen sind seit 1989-90 zur Aufarbeitung der Geschichte der DDR, der SED, auch der Sowjetunion. Und dieses Buch ist sehr lesenswert, denn häufig sind wir in der Situation, auf ganze Regalmeter von Büchern zu verweisen. Das ist eine gute Zusammenfassung für alle, die nicht so viel Zeit oder Lust haben, ganze Regalmeter zu lesen. Vielen Dank.